Moment, Moment. Kennt ihr das, wenn so ein Rülps rauskommen muss? Der kommt nicht, verdammt, der Bastard. Egal, wir versuchen es mal. Also, wir haben Sonntag, den 30.04.2017. Es ist 14.15 Uhr mittags und mein YouTube-Kanal Bahn hatte vor 528 Abonnenten und 83.000 noch was Klicks, ja? Oh, jetzt kam der. Oh, noch Nachzügler. So, wunderbar. Also, liebe Leute, wie ihr wisst, ja, wir haben die 500 Abonnenten-Marke jetzt schon seit einigen Tagen geknackt, ja, wie ihr auch wisst, ich hatte sehr wenig Zeit, Abschlussprüfung hin und her, deswegen kommt das 500 Abonnenten-Special erst jetzt, ja, ich habe euch ja in einem Video aufgefordert, mir eure Fragen zu stellen und jeder einzelne von euch, der sich beteiligt und eine Frage stellt, er wird auch teilnehmen automatisch in einem Gewinnspiel. Da verlosen wir ein T-Shirt, ja. Die Verlosung machen wir in einem anderen Video, weil das Video wird wahrscheinlich jetzt schon übertrieben lang werden, weil es sind echt übertrieben viele Fragen eingetroffen. Das ist eine geile Sache, ja. Die werden wir jetzt natürlich alle beantworten, ja. Ich habe mir jetzt die Fragen ehrlich gesagt noch nicht so angeguckt ausführlich oder so. Wir werden die jetzt einfach spontan durchgehen und mal gucken, was dabei rauskommt, ja. In diesem Sinne, lasst uns mal starten hier. Weil es wird eh schon, wie gesagt, sehr lange werden, ja, so, also, boah, fuck, Alter, was ist hier los, ich muss wieder rübsen, YoungSP. Hat gefragt, was ist ihr bevorzugter Shisha-Geschmack und falls sie schon mal Fußball im Verein gespielt haben, welche Position haben sie gespielt, also, mein bevorzugter Shisha-Geschmack ist Traube, Minze, auch Traube, eher sogar lieber nur Traube, aber momentan wird Traube kaum noch so wirklich hergestellt, immer Traube, Minze von Alvaja, ja, oder Alfaka, ja, immer, ich rauche immer hier diese Kilo-Eimer, ja, immer Traube, Minze, ich schwör's euch, ich kaufe nichts anderes, ich habe in meinem Leben schon alles geraucht und das ist der einzige Geschmack, wo ich hängen geblieben bin und sage, den kann ich immer rauchen, andere Geschmäcker gehen mir nach paar Mal auf den Sack, ja, so. Und falls Sie schon mal Fußball im Verein gespielt haben, welche Position haben Sie gespielt? Ja, ich habe schon mal Fußball im Verein gespielt. Früher, ich weiß nicht, von 12 bis 18, 19 oder so habe ich gespielt. Ich muss dazu sagen, ja, ich bin ein fauler Mensch. Ja, ich mag es nicht zu laufen. Das ist natürlich scheiße beim Fußball. Und in der ersten Zeit, ja, war ich auch nicht gut, ja, ehrlich gesagt, ich war voll schlecht, ja, Technik ist bei mir schlimmer als bei einer Frau und ich will nicht schlaufen, ja, ich war früher noch ein richtiger Fettsack, so, ja, und ja, da wird man nicht gerne aufgestellt vom Trainer, ja, die ersten zwei Jahre war ich nur Auswechselspieler, so, ja, da war ich irgendwann zweiter Torwart, ja, zweiter Torwart auch nur, ihr wisst, wie oft er spielt, ja, und, aber das hat sich dann geändert, ja, da habe ich mich reingekämpft, reingebissen, ja. Und dann hat der Trainer gemerkt, ja, ich bin jemand, wenn ich was will, dann höre ich nicht auf, bis ich es habe, ja. Und dann hat er mich in die Verteidigung gestellt, ja, Manndecker hieß es früher noch so, ja, also Innenverteidiger, ja. Ich habe die Bälle hinten rausgeschossen wie ein Bastard und habe die gegnerischen Stürmer immer zu Fall gebracht, ja, außerhalb des Strafraums, versteht sich von selbst, ja. Dann gab es einen Trainerwechsel. Und ich sag euch ganz ehrlich, in der ersten Saison, erstes Training, Alter, da macht so ein Cooper-Test mit uns. Ujo, ich weiß, wie war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das war, 15 Minuten, 16 Minuten Runden laufen, 30 Minuten Runden laufen und ihr müsst irgendwie in dieser Zeit, müsst ihr irgendwie so mindestens 11 oder 12 Runden schaffen, ansonsten seid ihr schon aussortiert für die ganze Saison, ja. Und dann direkt zweite Trainingseinheit, so ein Cooper-Test mit so Hindernisläufen und so. Ich schwör's euch, das erste Mal im Leben habe ich gekotzt. Ich habe einfach gekotzt, wie so ein Bulimie-Krank. Also, nach dem Training, ja. Was nach dem Training? Es war die erste halbe Stunde, das Training ging dann weiter. Ich habe während dem Training gekotzt, ja. Es war krass, ja. Es war, aber ich muss sagen, ich war bei diesem Trainer noch nie so fit wie bei diesem Trainer. Und der hat eine andere Stärke bei mir entdeckt, und zwar meine Schusskraft, ja. Und dann hat er mich erstmal in den Sturm gestellt, er hat gesagt, ey, wie Meier, ich war der Meier in meinem Club, er gibt denen den Ball, er haut ihn rein, ja. Und bam, Alter, ich war nie in meiner Fußballkarriere, war ich nicht mal in der Nähe von einem Tor, ja. Und dann, kaum war ich da, erstes Spiel, erster Treffer, zweites Spiel, hatte ich schon 3 Tore, viertes Spiel wieder getroffen und wieder getroffen, ja. Ja, gib mir einen Ball, ich habe ihn reingeknallt, ja, irgendwie, ja, so ein kleiner Fettsack, der so Maradona gelaufen ist, null Technik, aber geschossen, ja, habe ich dann, war schon gut, hat Spaß gemacht, ja. Leider in dieser Saison hatte ich dann auch eine Verletzung, nach der ich nie wieder zurückgekommen bin. Ja, ey, ich hatte so ein Spiel, da wurde ich umgenockt, ja, und von so einem noch größeren Fettsack, und der ist auf mich draufgefallen auch noch, und richtig ekelhafte Sache, ja. Ich hatte, ey, ich hatte, fangen wir mal an, ich hatte Kapselriss,
ich hatte irgendwas am Sprunggelenk, ja, ich hatte Muskelfaserriss in der Wade, ich hatte Innenbandanriss, ich hatte Kniescheibenprellung, ich hatte Wasser im Knie, ich hatte irgendeine Dehnung von irgendwelchen Bändern noch gleichzeitig, ich hatte alles gefickt, ja, auf einmal, rechter Fuß war kaputt und das war eine krasse Sache, ich konnte 2 Monate nicht laufen, gar nicht mal auftreten auf dem Fuß, ja, ich habe geschrien vor Schmerzen, 8 Monate gar kein Sport und hin und her und dann habe ich noch ein bisschen weiter gekickt, aber das wurde nicht mehr so wie früher, ja, dann kam auch die Musik und dann war die Fußballlaufbahn am Ende, ja, hat nicht rausgebracht, die Verletzung, ja, wow, fuck, Alter, wie lange ist diese, alleine eine Frage hier schon, egal, wir machen es ausführlich, aber es muss schneller gehen, so, weiter, ich hoffe, Young SP, ich konnte ihre Frage beantworten, so, Nächste Frage. Ich muss weiterlesen. Was geht hier ab? Ganz viele Kommentare ohne Fragen. So, JY Gaming schreibt, wer ist dein Lieblingsspieler von Eintracht Frankfurt? Boah, schwere Frage. Ist das jetzt aktuell in der Mannschaft oder immer all time, ja? Also ich muss einfach sagen, momentan finde ich auch wirklich Rebic und Fabian voll geil. Wirklich Hammer-Spieler, die wir da haben. Radetzky ist natürlich auch nicht zu verachten und ich liebe die ganze Mannschaft so, aber ich mag einfach Fabian und Rebic, wie die spielen. Ich mag diese Leute, die was riskieren, die dribbeln, ja? Feier ich voll krass. Also die beiden momentan auf jeden Fall. Dann geht's weiter. Alter, so voll viele Kommentare ohne Fragen. Erstmal so. Julian SGE schreibt, was halten Sie von der Aktion, wir tragen den Adler im Herzen und was denken, welchen Platz wir noch erreichen werden, ja, was denken Sie, heißt es wahrscheinlich so, ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich bin so verplant und 1000 Sachen in meinem Kopf, ich weiß gar nicht, was gerade die Aktion, wir tragen den Adler im Herzen ist, ja, aber ey, es kann ja nur sein, wir tragen den Adler im Herzen, wir sind Eintracht Frankfurt, wir sind die besten Mannschaften, wir sind die beste Mannschaft der Welt, wir haben die Macht, alle anderen Mannschaften zu knechten und das tun zu lassen, was wir wollen, ja, dann liebe ich die Aktion, ist doch wohl klar, so gehört sich das, ja. Und was denken Sie, welchen Platz wir noch erreichen werden? Natürlich den besten, der noch drin ist, ja, Platz 5, ja, holen wir uns, scheiß auf die Mannschaften, die vor uns sind, ja. Und nächste Saison, Sie wissen, Meisterschaft, Champions League, Weltmeisterschaft, alles, ja. So, weiter geht's. Endless Pain All. Meine Frage ist, was war Ihr peinlichster Unfall, wo Sie sich nur schämen können mit einer Frau und wo Sie sich richtig blamiert haben? Endless Pain All will's wissen, ja? Oh, ich sag Ihnen, es gab 1 Million Situationen, peinliche Situationen, wo ich mich blamiert habe, mit Frauen, vor Frauen, durch Frauen, in Frauen, ja? Alles, ja? Und, aber damit wir uns hier nicht gleich den ganzen Stoff verballern für noch ein paar schöne Storytimes, was kann ich Ihnen da bieten? Da war mal so Dings. Das war so in Schulzeit, Abi-Zeit, ja, und wir mussten für irgendwie so ein Abi-Thema, wir sind so irgendwie so auf Klassenfahrt gefahren und mussten wir uns dann irgendwie so ein Referat vorbereiten in Gruppen, das wir dann irgendwann so vortragen, ja. Und ich war in einer Gruppe mit 2 wunderbaren Chiquitas, also 2 Brettern, sagen wir es mal so, ja, 2 geilen Brettern. Und damals war noch MSN-Zeit, ja, ich weiß, ihr ganzen Kinder kennt das gar nicht mehr, MSN-Messenger, das war so wie Facebook ohne soziales Netzwerk, nur mit Leuten schreiben, so, ja. Und die Kamera ist ausgegangen, verdammter Bastard, Speicherkarte war voll, ja, warte, ich muss Shisha rauchen, ja, geht's weiter, warte. Also, war stehen geblieben, MSN-Zeit, ja, so diese Fenster wie bei Facebook, ihr wisst, ja, nur ohne soziales Netzwerk. Und dann haben wir so geschrieben, wir mussten uns vorbereiten auf dieses Referat, was wir da so hatten. Und dann habe ich halt mit der einen geschrieben, so, ja, was machen wir da, wenn wir dort sind und so hin und her. Und ich hatte einen Kollegen, der fand die auch voll geil, rattenscharf und so. Und dann habe ich die ganze Zeit 2 Fenster offen gehabt. Hab mit ihr so geschrieben, im einen Fenster, ja, was machen wir da? Und mit ihm habe ich so geschrieben, so, ey, ich schreibe gerade mit der und so. Und ich werde die mir klar machen auf Klassenfahrt, ist ja wohl klar. Ich lock die da in diesen Raum und dann fülle ich die ja mit Alkohol. Und dann gibt's Rambazamba und lege ich die flach und so, wie man halt so redet, ja. In dem jungen, zarten Alter, Pubertät und so, ja. Und es kam aber keine Antwort von meinem Freund die ganze Zeit. Denke ich, ist der Geist spinnert, warum schreibt er nicht so, ja. Und dann habe ich gecheckt, verdammt, Alter. Ja, ich schreibe ja die ganze Zeit
Mit ihr? Ich habe die ganze Zeit alles, was ich ihm geschrieben habe, dass ich die flachlege und dies und klar mache und abfülle und so in ihr Fenster geschrieben. Und von ihm kam keine Antwort, weil er keine Nachricht bekommen hat. Und dann schreibe ich dem so, fuck, Alter, ich habe alles, was ich dir gerade schreiben wollte, ihr gesagt und so. Und der lacht sich natürlich voll tot und so. Und von ihr kam einfach so nach 20 Minuten einfach nur so ein Smiley, ja. So ein Höflichkeits-Smiley, ja. Diese Bastardfrau hat mich danach nie wieder mit dem Arsch angeguckt, ja. Das Referat, ich weiß auch nicht, wie das zustande kam, ja. Es war schon sehr peinlich, sage ich Ihnen ganz ehrlich so. Aber das war noch gar nichts im Vergleich zu anderen Geschichten, die ich hier noch auf Lager habe. Die kommen dann aber irgendwann im Verlauf der nächsten Jahrhunderte, werde ich euch daran teilhaben lassen, ja? So, Herr Edon, AVC schreibt, wie alt bist du? Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, wie alt ich bin? Ich bin sehr alt, ja? Ich bin so alt, ich könnte von euch allen Kindern hier der Opa sein, ja? Ich bin schon 31, ja? Ja, ich weiß, Verräteralter, Chivato-Alter, ekelhaft, ich bin schon alter Sack, graue Haare und alles kacke so, aber egal, egal, man ist so alt, wie man sich fühlt, ich bin 6, ja, in diesem Sinne. Warum hast du mit YouTube angefangen? Lieber Herr Edon, das habe ich schon eine Million Mal erklärt, ich habe angefangen mit YouTube, um Millionär zu werden, ja, um ganz viel Geld zu verdienen und um damit zu investieren und andere Sachen mitzukaufen, ja. Mir ist das Geld eigentlich scheißegal, ja, ich scheiß auf Geld so, aber es geht darum, Geld ist Freiheit, ja, und wenn du Geld hast, kannst du das machen, was dir Spaß macht, ja, ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht und wenn ich damit Geld verdienen kann, das ist das Beste auf der Welt, ja, was kann ich dafür, wenn so viele Menschen, ja, was weiß ich, wenn die Jobs machen müssen, ja, manche haben keine Wahl, gegen die kann man nichts sagen, so, aber manche haben die Wahl, ja, ihr ganzes Leben haben die Wahl, machen irgendeinen Job, der die abfuckt, ja. Ey, das ist nicht mein Problem, ja. Ich bin keiner, der irgendwas machen kann, das ihm keinen Spaß macht. Ja, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ja, das Leben ist kurz, man muss es genießen. Und so muss man seine Zeit verbringen, ja. Und YouTube ist eine wunderbare Sache. Ich mache YouTube, ich mache natürlich auch viele andere Projekte, die mir sehr viel Spaß machen, wo man Geld verdienen kann und verdient auch, ja. Und ey, darum geht's, ja, Geld verdienen und mit dem Geld Dinge sich zu ermöglichen, ja. Darum geht's im Leben, ja. Scheiß auf Geld, ich bin kein Geier, der Geld will und Geld braucht und sowas. So, ey, es geht um Spaß haben und wenn das mir Geld bringt, damit ich Spaß haben kann und meine Leidenschaften denen nachgehen kann, das ist eine wunderbare Sache. So, weiter geht's. Nils schreibt, was würdest du zuerst machen, wenn die SGE den DFB-Pokal gewinnt? Ja, das allererste, was ich machen würde, ja, natürlich schreien vor Freude, weil ich, bis ich keine Stimme mehr habe, dann setze ich mich alleine in mein Auto, ja, und fahre durch die Frankfurter Innenstadt und hupe und hupe und hupe und hupe, bis meinem Auto die Autobatterie leer geht, keine Ahnung, ob es überhaupt möglich ist, ja. Ich werde durchdrehen, ja, bis ich verhaftet werde und eingesperrt werde, ja, weil ich natürlich auch besoffen sein werde, ja, hört auf, das nachzumachen, Idioten, das macht man nicht. Aber wenn Eintracht den DFB-Pokal gewinnt, dann mache ich das, ja, fahre ich durch die Stadt und mache Autokorso alleine, wenn es sein muss, ist mir scheißegal, ja, ist besser, als wenn wir Weltmeister werden, so, Jan Niklas Baumgarten, sie haben ja 1 Million Fragen gestellt, aber gut, wollen wir mal nicht so sein, also, Nummer 1, was für eine Abschlussprüfung hast du, eine Abschlussprüfung, in der Uni, ich studiere Film, ja, an der SAE Frankfurt Digital Filmmaking, ja, das heißt, wenn ich da einen Abschluss habe, das ist ein zwei Teile, das ist ein Diplomateil, das ist ein Bachelorteil, den Diplomateil habe ich hinter mir. Ich bin jetzt offiziell qualifiziert, Kameramann zu sein, Cutter zu sein, so halt in Medienbranche, so diese ganzen Bereiche, die man dann so abdecken kann, ja. Und wenn ich den Bachelor fertig habe, bin ich auch qualifiziert, ein Unternehmen, quasi gewisse Posten in einem Unternehmen zu belegen, mich selbstständig zu machen, bin ich ja eh schon, aber egal, kann man ja nochmal studieren, ja. Bla bla bla, also so Richtung Regie, Kameramann, Schnitt, kreativ, bisschen so Medienlandschaft zerstören, so wie es mit YouTube mache. So, nächste Frage. Was hältst du von Bayern München? Ja, was hält man von Bayern München als Eintracht-Fan? Ja, natürlich, es ist der Teufel hier in Deutschland. Nicht schön, nicht gut, ja. Aber ich sag euch auch ganz ehrlich, ich bin keiner, der Bayern so krass hasst, ja, dass ich mir wünsche, dass die international aufs Maul kriegen, ja. Ey, ich bin zuallererst mal Eintracht Frankfurt Patriot und Eintracht Frankfurt über allem, ja. Aber wenn es dann in der Champions League geht und da ist nur noch Bayern München am Start, natürlich, ja, soll eine deutsche Mannschaft da gewinnen und so gut abschneiden wie möglich, dann. Ich bin kein Bayern-Fan, nur weil ich dann sage, soll eine deutsche Mannschaft das gewinnen, ja, aber so ist es halt, ja, natürlich ist Bayern München der Teufel, aber so ist es, ja, ich bin jetzt nicht so ein krasser Hater, dass ich sage, die sollen in der Champions League direkt rausfliegen, ja, so, nächste Frage von Jan Niklas Baumgarten, was hast du für einen Schulabschluss? Ich habe Abitur, ja, 2015, ja, schon lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie man Schule schreibt, so lange ist es her schon, ja. Was hältst du von Donald Trump?
Boah, ich glaube, ich habe schon 3 Folgen zu dem Thema gemacht. Ja, Donald Trump ist ein Motherfucker, der macht, was er will. Ja, ich finde den ja ganz lustig. So, weil ich Leute liebe, die auf alles scheißen und einfach ihr Ding durchziehen, ja. Ich sag mal so, ja, der ist, wenn du so ein Guru, ein Immobilienguru wirst wie der, ja, einer der reichsten Menschen der Welt, hin und her Geld machst ohne Ende, hast du jeden Tag in deiner Laufbahn mit irgendwelchen Haien zu tun, ja, diese Wirtschaftsbranche ist noch schlimmer als die Politik, und wenn du dich da so durchsetzen kannst wie der und dann deinen guten Schnapp gemacht hast, ja, kannst du kein dummer Mensch sein, ja. Das Problem ist, wenn du in dieser Branche so erfolgreich wirst, dann kriegst du so einen Gottkomplex, denkst, ey, ich hab's geschafft in dieser Branche, ich bin der Beste, nur was ich mache ist richtig und so. Es ist in der Politik fehl am Platz. In der Politik Kompromisse, Diplomatie, musst du reden, musst du da machen, ja. Und da ist er vollkommen fehl am Platz, ja. Der hat seinen eigenen Kopf, der will Dinge durchsetzen, die einfach mit sehr vielen Rechten der Welt nicht in Einklang zu bringen sind. Es wird noch sehr lustig werden, was da mit ihm abgeht. So an sich finde ich, in der Wirtschaft ist er natürlich ein Motherfucker. Als Politiker muss ich das noch zeigen, aber momentan ist er halt der größte Flop, den man sich vorstellen kann. So, ja. Aber für Amerika ist er bis jetzt, es geht ja darum, er ist ein amerikanischer Präsident. Er muss in erster Linie es wieder gut machen für Amerika. Und da ist er noch nicht so krass am Versagen, meiner Meinung nach. Außenpolitisch ist er der größte Flop. Ja. In Amerika, wer weiß, kann noch was werden. So, ja. Also Entertainment für mich, ja. Und letzte Frage von Jan-Niklas Baumgarten. Was war dein höchster Tipico-Gewinn? Ja, als ich angefangen habe mit Tipico, hatte ich im ersten Monat eine brutale Glückssträhne. Egal, was ich getippt habe, ich habe irgendwie getroffen. Ja, ich habe im ersten Monat Tipico 4.000 € plus gemacht. Und der höchste Gewinn, den ich an einem Tag gemacht habe, das waren, es waren 1.600 € oder sowas. Ja, es war ein Schein mit 800 € und dann noch 2-3 Scheine mit so 400-500 € sowas. Ja, war eine geile Sache, glaub mir, das beste Gefühl der Welt. Marlen Lutherbeck schreibt, auch wie alt sind sie? 31, schon beantwortet. Cesi04 schreibt, wie viele Scheine hast du bei Tipico und wie viele davon hast du gewonnen? Ey, mittlerweile, ich habe, was ist echt, bestimmt 4.000-5.000 Scheine bei Tipico, aber die Frage ist relativ, was heißt Scheine? Ich habe manchmal Scheine, wo ich einfach mal mitten in der Nacht aus Langeweile Live-Wetten irgendwie dritte peruanische Liga gespielt habe, auf 85. Minute, dass noch ein Tor fällt, ja, und ich habe Scheine mit 8er-Kombis, 7er-Kombis, 13er-Kombis, keine Ahnung, ja. Insgesamt habe ich 5.000 Scheine locker, ja. Und wie viel ich davon gewonnen habe, ist relativ. So eine kleine Wette kann man öfter gewinnen. Die Kombi-Scheine trifft man weniger. Puh, natürlich mehr verloren als gewonnen. Ja, so, aber so im Gesamtgefüge hält sich das noch, glaube ich, in Grenzen. So, ich glaube sogar noch plus vielleicht. So, ja. Dann, Monsieur Meyer. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, ey, da gibt es so viel, aber das muss man irgendwie, da muss ich einzelne Geschichten erzählen, ja, ich kann jetzt nicht alles rausballern, und da muss ich, boah, peinlich, was mir passiert ist. Ich kann nicht sagen, was letztens passiert ist bei mir, Herr Meier. Ich war in der Uni und habe ich eine Bewertung bekommen, die mir nicht sehr gut gefallen hat für ein Projekt, das ich da gemacht habe. Und da wurden Sachen kritisiert, die so kleinlich waren, ja, dass man sie nicht mal mit dem Mikroskop sehen kann. Ja, wurde ich voll platt gemacht und so von jemandem. Und das war eine weibliche Person natürlich, ja. Wahrscheinlich sieht sie hier meinen Kanal und denkt sich, okay, gegen den muss ich was machen, unternehmen, ja. Und dann hat sie mich vollkommen platt gemacht. Natürlich habe ich dann mich aufgeregt, ja, und bin dann zu anderen Leuten aus meinem Kurs gegangen, habe gesagt, ey, was die mit mir gemacht hat, hab die Fotze, was denkt die, wer die ist, ja, scheiße, macht die das, was labert die für ein Scheiß, die hat doch keine Ahnung, was macht die, bla, voll kaputt gemacht habe ich die, ja. Und dann drehe ich mich um, ja, und dann steht die einfach hinter mir, ja, und dann habe ich die Leute gefragt und die meinten, die stand schon, als ich das Gespräch mit meinen Kollegen angefangen habe, stand die schon hinter mir, ja, 1 Meter hinter mir, ja, steht so da. Ja, und dann aus der Situation rauszukommen ist natürlich scheiße, ja, habe ich gesagt, ey, ich habe mich aufgeregt, war jetzt nicht so gemeint und so, dies, das, die so, hat sich nur so umgedreht gegangen, ja, ja, das ist Krise, aber egal, ja, wenn was ist, dann muss man es aussprechen, ja, alles schlucken hilft dir nicht, verdammte Scheiße, ja, waren das eigentlich schon jetzt alle Fragen so, okay, krass,
Mr. Raisin hat einfach nur geschrieben, dabei. Ja? Ich denke, sie sind beim Gewinnspiel dabei. In Frage haben sie jetzt nicht gestellt, aber wollen wir mal nicht so sein. Wir berücksichtigen sie auch für das Tippspiel, für das Gewinnspiel. Ja? In diesem Sinne, liebe Leute, das waren eure Fragen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr. Ja, Fragen könnt ihr mir auch so immer stellen. In diesem Sinne, das Gewinnspiel machen wir jetzt morgen oder übermorgen. Also werde ich die Sendung aufnehmen und dann rausbringen. Ich habe mir jetzt noch vorgenommen, heute, ich habe heute frei, liebe Leute, ich werde heute einen Song aufnehmen. Ich werde wieder Musik machen. Ich lasse mir von nichts heute dazwischen funken irgendwie. Ich werde jetzt gleich anfangen, noch schnell was zu Ende schreiben. Dann werde ich anfangen, Eintracht-Spiel gucken, nach dem Eintracht-Spiel die Spielanalyse. Und dann, liebe Leute, pam, pam, werde ich heute die ganze Nacht aufnehmen, morgen wieder arbeiten. Aber heute werden wir produktiv sein. Ja, an meinem einzig freien Tag seit 100 Jahren sogar dann arbeiten. So machen wir das hier, so wird man erfolgreich, liebe Leute, ja. Und, ey, aber warte mal. Da war 100 Pro noch eine Frage. Stimmt, da ist auch noch eine Frage. Ich hab's doch gesehen, ja. Gary White, Glückwunsch zu der 500. Frage. Was ist Ihr Bezug zu Geld? Würden Sie Ihre Seele verkaufen? Tut mir leid, ich hätte sie fast übersehen, aber ich hab's da gerade noch was entdeckt. Mein Bezug zu Geld. Scheiß, Kamera ist nochmal ausgegangen. Alter, ihr wisst, 12 Minuten, Bastard, so. Egal. Ja, Gary White, letzte Frage war noch, ja. Was ist Ihr Bezug zu Geld? Würden Sie Ihre Seele verkaufen? Ja, darauf trinke ich erstmal einen Schluck Pepsi Max mit Limette. Ja, Schleichwerbung. Wunderbar. So, ja, was ist mein Bezug zu Geld? Ja, ich liebe Geld natürlich, ja. Jeder Mensch, der kein Geld liebt, ist ein Idiot, ja. So, ja. Aber man kann auch Geld lieben und nicht gleichzeitig irgendwie ein schlechter Mensch sein, ja. Es ist noch ganz einfach. Geld ist eine wunderbare Sache und man braucht Geld, so, ja. Ich liebe Geld, weil es mir viele Dinge ermöglicht, so, ja. Ich bin jetzt kein Geier oder kein geiziger Typ oder der alles nur für Geld macht. Ich überlege mir immer Folgendes, ja. Macht mir etwas Spaß, dann ist es gut, weil ich mache in meinem Leben nichts, was mir keinen Spaß macht. Das Leben ist viel zu kurz dafür, ja. Warum sollte man Dinge machen, die einem keinen Spaß machen, ja? Wenn man die Wahl hat, ja. Wenn man die Wahl hat, ja. Natürlich kann man sich da irgendwo einsperren, knechten und irgendeinen Beruf ausüben und viel Geld verdient, aber man hat kein Leben mehr, glaubt es mir. Ich kenne Leute, die verdienen brutales Geld, ja, aber sind dann die absoluten Knechte und drehen durch im Gehirn, ja, weil die einfach Sklaven sind von irgendwelchen Unternehmen, keine Freizeit, dafür viel Geld, brauche ich nicht. Da habe ich lieber weniger Geld und kann machen, was ich Bock habe, auf was ich Bock habe, Spaß haben und dennoch irgendwie Geld verdienen, ja. Und darum geht's, um Spaß und um Geld, sein Leben zu genießen, so gut es einem möglich ist, ja. Und in dem Sinne ist Geld wichtig, so, ja. Es ist wichtig, ich liebe es, weil es mir viele Dinge, wie gesagt, ermöglicht. Aber, ey, ist am Ende des Tages nur Geld, ist nur Papier, ja. Wirklich, ganz ehrlich, ist so, ja. Es bietet einem viele Freiheiten und die braucht man, ja. Und ich habe viele Ziele, ich habe viele Pläne und die gehen nicht ohne Geld. Und das ist einfach mein Ziel, ja, Geld zu verdienen, damit ich meine Ziele verwirklichen kann, ja. Was brauche ich Geld, damit das auf dem Konto rumliegt? Brauche ich nicht, ja. Ich bin auch keiner, der dicke Autos braucht oder was weiß ich, braucht dies, braucht das, braucht das. Das ist so Statussymbole, die gehen mir am Arsch vorbei, ja. Ich laufe rum wie der letzte Penner, ja. Ich brauche keine Ketten, keinen Schmuck, keine teuren Klamotten, das ist mir alles scheißegal, ja. Ich brauche Geld, weil ich mir dafür, hier zum Beispiel, ich brauche eine neue Kamera, damit ich noch, der 4K-Revolution stellen kann, bessere Videos machen kann, ja, dafür brauche ich Geld, ja, ich muss das zusammensparen, mir ein paar Tausende für eine Kamera, ich muss meine scheiß Strafe bei der Polizei bezahlen, ja, ich muss das machen, Schulden abbezahlen, dies, das machen, ja, dafür brauche ich Geld, ja, aber nicht für so Statussymbole, scheiß auf so einen Schwachsinn, ja, so, da deswegen liebe ich Geld, weil es mir einfach Dinge ermöglicht, mir Dinge zu ermöglichen, die ich brauche, so. Würden Sie Ihre Seele verkaufen? Das muss man definieren, ja, das muss man definieren. Was heißt Seele verkaufen? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, wenn jetzt irgendeiner ankommt zu mir wegen Musik und sagt so, ey, ich geb dir 1 Million, wenn du mir ein Album machst, wo du nur Kinderlieder machst, ja, richtig schöne, saubere Pippi Langstrumpf Kinderlieder, ja, warum auch immer der zu mir kommen sollte, ja. Dann würde ich es machen. Was heißt Seele verkaufen? Da gibt mir einer 1 Million dafür, dass ich ein bisschen Kindermusik mache. Sowas schreibe ich in 2 Minuten, das ist Schwachsinn, ja. So gar kein Problem, ja. Aber wenn es dann heißt, ey, du darfst dein ganzes Leben lang nur noch Kinderlieder machen oder darfst gar keine Musik mehr machen. Das wird dein letztes Album und du darfst nur noch so machen, so, ja. Boah, dann würde ich krass überlegen, sage ich ganz ehrlich. Weil 1 Million ist 1 Million am Ende des Tages, so. Aber wenn es halt mit meinem ganzen restlichen Leben zu tun hat, keine Musik mehr machen zu dürfen, so, dann würde ich schon überlegen, ja. Dann hängt es an der Summe, ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er gibt mir 100.000, 200.000, dann würde ich nein sagen. Sage ich Ihnen ganz ehrlich so, ja. Es kommt immer drauf an. Es ist ein Angebot, wo du irgendetwas machen musst, einmalig, ja, und das Geld stimmt und du machst und
Ey, mir ist eher alles scheißegal. Ich habe nichts zu verlieren. Ich schäme mich für gar nichts. So, ja, ich bin, wie ich bin. Und so ist es halt so. Ja, dann kommt es halt drauf an. Ja, wenn jetzt einer ankommt, ermorde den für eine Million, würde ich sagen, nein, ich ermorde dich umsonst gleich, du Bastard. So, ja. So Sachen machen wir immer gar nicht so. Ja, es kommt immer drauf an. Ja, normal mache ich alles für Geld. Ja, weil ich liebe Geld. Ich habe Ihnen ja gerade erklärt, damit kann man viele Dinge machen. Ich war schon bei, was weiß ich, bei Waldgeist. Ja, habe ich ein fettes Schnitzel gegessen, das Baba-Schnitzel. Und dann gibt mir ein Kollege noch, ey, ich gebe dir noch 20 Euro, wenn du noch die und die Portion isst. Ja, scheiß drauf. Habe ich es halt gegessen, ja, weil ich das Geld haben wollte, ja. Auch wenn ich danach am Arsch war, so mache ich es, ja. Aber es kommt drauf an, ja, gerade mit Musik. Ich hatte mit so vielen Leuten zu tun, das erzähle ich Ihnen alles in Zukunft noch in anderen Videos, ja. Ich hatte mit Managern zu tun, mit Labels, mit dies, das, so, und die kommen an und sagen, ey, wenn du so und so machst und so, könnten wir das und das erreichen und dies, das und so, und die hätten mich definitiv weitergebracht. Die hätten mich weitergebracht, irgendwie zumindest neue Kontakte, mehr Reichweite, was weiß ich, scheiß mal auf Geld, ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel Geld bei umgekommen wäre, aber egal, die hätten mich weitergebracht und ich habe einfach gesagt, nein, weil das mache ich nicht, ja, das mache ich nicht, das ist nicht mein Ding, so habe ich keinen Bock drauf, ja, ich habe auch schon gemerkt, diese Industrie und diese Branche funktioniert, ja, ich hatte so Interviews mit Zeitungen und hin und her und alles ekelhaft, sage ich Ihnen, ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, jeder, der meine Musik von Anfang an verfolgt, ja, so wie das ist und so, ja, jeder weiß doch, jeder, der halbwegs rappen kann, ja, weiß doch, was sich verkauft, was Erfolg verspricht, ja, was, wie man es schaffen kann, was man dazu machen muss, ja, und mache ich das? Nein, so jeder, der meine Lieder abcheckt, so, ja, der merkt doch von Tag 1, ich habe am ersten Tag darüber gerappt, was ich mit anderen Müttern anstelle, was ich mit gegnerischen Rappern anstelle, so hab jedes Schimpfwort der Welt schon benutzt und benutze und benutze noch mehr und denke mir Schimpfwörter aus, ja, mache alles um nicht so schön massentauglich, ohne Ecken und Kanten und so, weil das macht mir keinen Spaß, ja, es macht mir nur Spaß, wenn ich diese ekelhaften Dinge sagen kann, ja, weil das macht mir Spaß, das finde ich lustig, das ist mein Humor, ja, und den ziehe ich durch, ja, und den habe ich nicht geändert, so, ja, klar, ich mache mal Alben, dann mache ich auch normale Lieder, aber nur, weil ich Bock drauf habe, aber weil keiner mir das gesagt hat oder hin und her, so, ja. Ich bin mein eigener Boss, ich kann machen, was ich will und ich scheiß darauf, ja. Und darauf scheiße ich dann, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, weil dann kann ich machen, was ich will. Ja, Geld mache ich woanders, ja. Aber wenn jetzt einer ankommt, wie gesagt, gibt mir eine Million, wenn ich ein Album nur so und so mache oder eine Sache nur so und so mache, ja, dann überlege ich, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und jeder, der was anderes erzählt, pfff, Alter, ganz ehrlich, ey, jeder erzählt noch so, ja, Korruption. Ey, Korruption ist eine ekelhafte Sache, aber ihr könnt mir nichts erzählen. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der nicht irgendwo korrupt ist, ja, Regierungen, Politiker, ja. Wenn da jemand kommt, der ein zigfacher Milliardär ist und der sagt so, ey, ich will für das und das, na, jeder, nein, mach ich nicht. Ey, jeder Mensch hat seinen Preis, dann gibt er dem einfach mal 500 Millionen, was weiß ich, das bockt ihr nicht. Und dann macht es jeder Mensch, egal wie hoch die Summe ist. Ja, bei mir ist wahrscheinlich die Summe ein bisschen niedriger als 500 Millionen, ja. Ich würde viele schon für 10 Euro machen, ja. Aber egal, ja, es ist halt einfach so. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach so. Korruption ist ein Riesenproblem. Die Geiz, der Geiz des Menschen, die Gier des Menschen ist halt krass. Aber wie gesagt, wenn es nicht gerade um so Sachen wie Mord und ekelhafte andere Dinge geht, so würde ich, tja, je nachdem, wenn das Angebot stimmt, Alter, ey, ehrlich, ich würde es machen, je nachdem, ja, mir ist doch eher alles scheißegal. So ist es, ja, Geld, wie gesagt, ich scheiß auf Geld. So ist wichtig, ich brauche es, um Dinge zu machen, so, aber ich scheiß ansonsten drauf, ja, ich muss nicht alles machen für Geld. Wenn es mir keinen Spaß macht, erst recht nicht. So, ich hoffe, ich konnte Ihre Frage irgendwie beantworten. Ja, ist ein schwieriges Thema, so, aber meiner Meinung nach ist jeder, der irgendwas anderes behauptet, ein Lügner. Ganz einfach, so, ja, in diesem Sinne. Ey, liebe Leute, voll lange gelabert, ich weiß gar nicht, eine Stunde, glaube ich, jetzt schon so oder so, ja, egal. Das war die Folge 500 Abonnenten-Special. Ihr wisst, was Sache ist, die Verlosung kommt in einer anderen Folge. Und ich muss jetzt mal hier tätig werden heute, ja. Haut rein. Ciao, ciao.